Okay, stopp erstmal. Das hört sich irgendwie nicht ganz richtig an. Aber was ist eigentlich richtig und was nicht? Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass es so jetzt richtig klingt. Und heute wollen wir herausfinden, wieso. Ist das alles nur unser persönlicher Geschmack oder ist uns ein Verständnis für Musik vielleicht sogar angeboren? Darum geht es heute bei Sound & Science. Was ist eigentlich Musik? Naja, das hier. Und was ist dann hiermit? Okay, was ist hiermit? Das ist Lärm. Wo hört Lärm eigentlich auf und wo fängt Musik an? Bitte nicht weitersagen. Obwohl ich Operngesang studiert habe, kann ich das ehrlich gesagt nicht so wirklich beantworten. Wenn man sich mal anschaut, was so ziemlich auf fast jedes bekannte Stück zutrifft, dann kann man aber zumindest schon mal eine erste Theorie aufstellen. Musik hat einen Rhythmus, eine Melodie und eine Harmonie. Fehlt eins davon, dann fällt das direkt auf. Zum Beispiel so. Alles klar. Aber was ist dann das hier? Okay, ich erlöse euch. Da passiert nichts mehr. Oder eben doch, je nachdem, wen man fragt. Dieses Stück von John Cage hat keinen Rhythmus, keine Melodie und keine Harmonie. Darüber könnte man jetzt wahrscheinlich ewig diskutieren, aber der Komponist John Cage ist sich sicher, das ist Musik. Er wollte mit diesem Stück zeigen, dass die Klänge, die durch unsere Umgebung produziert werden, Musik sein können. Also der Wind draußen vor dem Gewandhaus, der Springbrunnen auf dem Augustusplatz, das Handy, was nicht auf lautlos gestellt wurde. John Cage ist hier etwas auf der Spur. Denn was genau Musik ist, hat mit unseren Erwartungen zu tun. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, habe ich mit Professor Dr. Fritz vom Max-Planck-Institut in Leipzig gesprochen. Musik, da ist auf jeden Fall eine Menge subjektives Erleben mit dabei. Natürlich auch eine Menge kulturelle Prägung. Da mischen sich tatsächlich die Effekte. Sowohl angeborene Neurologie als auch kulturell Erlerntes, das da ganz stark mit hineinspielt. Also kann es sein, dass der eine das schon als Musik empfindet, der andere wird sagen, boah, das ist ja nicht zu ertragen. Also die Erfahrung hat man ja, wenn man den Radio anmacht, ja. Dass der eine sagt, das ist toller Sound und der andere sagt, das ist ja ein fürchterlicher Lärm, ja. Also die Erfahrung habe ich alle Nase lang, ja. Schall wandert durch unsere Umgebung als eine Welle. Diese Welle erreicht dann irgendwann unsere Ohrmuschel, die den Schall aufsammelt und verstärkt. Von da aus reist die Welle weiter in unser Innenohr, wo der Schall die Hörschnecke erreicht. Hier wird es spannend. Denn hier übersetzen kleine Haare die Schallwellen in Nervenimpulse, die dann an unser Gehirn gesendet werden. Übrigens, wenn eine dieser Haarzellen quasi eine Fehlfunktion hat, dann kann sich das Geräusch verselbstständigen und das kennen wir dann als Tinnitus. Unser Gehirn, was natürlich durch unsere vielen, vielen persönlichen Erfahrungen geformt wurde, entscheidet dann, ist das Kunst oder kann das weg? Sagen wir mal, ihr seid im John Cage-Land groß geworden und Pause und Stille ist dort ein absoluter Musikgenuss. 4:33 wäre dort wahrscheinlich ein Mega-Hit geworden. Was wir Musik nennen, hat also damit zu tun, was wir als Musik kennengelernt haben. Wir haben quasi eine Checkliste mit Eigenschaften, die ein Geräusch haben muss, um für uns Musik zu sein. Musik ist Kultur und Erziehung. Heißt das auch, dass jede Kultur Musik unterschiedlich wahrnimmt? Um das herauszufinden, machen wir jetzt mal ein Experiment. Wir zeigen Musikerinnen und Musikern vom Gewandhausorchester drei verschiedene Stücke und fragen sie, welche Emotionen sie damit verbinden. Und ihr könnt bei diesem Experiment mitmachen und auch mal in die Kommentare schreiben, welche Emotionen ihr damit verbindet. Wie bist du zur Musik gekommen? Mit welcher Musik bist du so groß geworden? Ich habe ganz viel normale Radiomusik gehört als Kind, würde ich sagen. Zur klassischen Musik bin ich nur gekommen, ein bisschen über meine Eltern, weil die ins Konzert gingen und solche Sachen, aber vor allem durchs Selbermachen. Mein Vater war in Nepal beim Bergsteigen und hat eine Bambusflöte mitgebracht. Und ich habe dann mit 4, 5 Jahren angefangen, so ein bisschen darauf rumzuspielen. Und groß geworden bin ich mit der Musik, die meine Eltern gehört haben. Also das war damals so deutscher Schlager, muss ich ja zu meinem Grauen so ein bisschen heute sagen. Klassische Musik war zu Hause immer da.
war und ich habe, als ich 6 war, hier mit dem Instrument auch angefangen. Aber ich habe selber eigentlich keine Musik gehört so richtig. Immer Musik gemacht, selten gehört. Das Musikverständnis ist uns ja nicht nur angeboren, sondern es ist auch ganz viel Kultur und Erziehung, was uns vor allem auch in den jungen Jahren mitgegeben wird. Und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wenn du dir gleich die Kopfhörer aufsetzt, welche Emotionen du mit diesem Stück verbindest. Ja, okay, das ist so, das macht sofort gute Laune. Also ich muss sofort grinsen, das ist fröhlich, das ist vielleicht ein bisschen kindlich fast, also nicht negativ gemeint, aber so eine Unbeschwertheit, so eine kindliche, fröhliche Unbeschwertheit. Emotional alles in Ordnung in der Musik, keine Konflikte. Ganz fröhlich und ich habe so das Gefühl, ich sehe so eine sonnige, nicht angestrengte Landschaft vor mir und ich wandere so los. Finde ich schon mal super spannend, dass du aus einer Musik jetzt Bilder machst und es ist ja nur eine Abfolge von verschiedenen Frequenzen, wenn man es jetzt mal ganz runterbricht. Und trotzdem ziehst du diese Emotionen da raus. Sofort, ja. Und das ist noch nie zuvor gehört? Nee, noch nie gehört. Also es gibt niemanden, der dir gesagt hat, diese Reihenfolge von Noten, die macht dich glücklich, sondern das scheint im Stück drin zu sein. Genau, also ich musste auch sofort irgendwie, das war wie so ein innerer Reflex irgendwie, man musste grinsen. Hören wir uns mal das zweite Stück an. Ja. Ernst, klingt nach Verlust, ob das etwas oder jemand ist. Ganz traurig, sehr schwer. Ich finde nicht traurig emotional, sondern traurig ernst. Nicht so eine hysterische Traurigkeit. Also man hat sich mit irgendwas abgefunden, da ist eine Schwere drin, eine Melancholie, vielleicht auch eine Einsamkeit. Bist du der Meinung, du würdest das schon immer wissen? Oder meinst du, das ist etwas, was quasi eine Art Sprache ist? Wenn man sein ganzes Leben lang gelernt hat, dass das hier, was du gerade gehört hast, eher fröhlich bedeutet, dass man das dann auch für fröhlich hält? Oder ist das so in unserem Urinstinkt drin, dass das immer traurig sein wird? Ich glaube, das wird sofort sein. Ja, ich glaube auch bei den Kindern, bei den kleinen Babys, dass das sofort Auswirkungen hat. Wenn du was Fröhliches singst oder was Trauriges singst, auch wenn du dabei lächelst, das passt dann nicht zusammen. Ich glaube, das merken die sofort. Es ist sofort so. Los geht's. Es ist auch ernst. Es ist nicht lustig. Das war ein bisschen Drama. Bisschen Drama, ein bisschen Spannung. Es war wild, suchend, irgendwie nicht ganz klar, wo es hingeht, die Reise. Unsicherheit, gefährlich vielleicht. Spannend, wie viele Adjektive da jetzt dann dabei rauskommen. Es ist ganz, ganz viel drin, obwohl es dann nur 10 Sekunden sind. Glaubst du, dass jeder, der dieses Stück hören würde, das auch so beantworten würde? Jeder hört, empfindet Musik bestimmt irgendwie doch anders, aber über so Grundemotionen wäre man sich, glaube ich, hier bei dem Beispiel doch wahrscheinlich einig. Diese 3 Songs hat der Dr. Fritz auch den Maffa vorgespielt. Die Maffa sind ein indigenes Volk und leben in den Bergen im nördlichen Kamerun. Ja, und deren Musik klingt ganz anders, nämlich so. Das klingt ziemlich durcheinander. Man muss sagen, das Konzept, was wir unter Musik verstehen, das kennen die so gar nicht. Und in deren Sprache gibt es auch kein Wort, kein Begriff für Musik. Die Songs, die wir euch vorhin vorgespielt haben, haben sie so bewertet. Jetzt bei diesem Experiment hatten die Teilnehmer die Aufgabe, auf 1 der 3 Gesichter zu zeigen, von dem sie dachten, das passt zu der Musik am besten. Das war für die übrigens ein total absurdes Konzept, dass die Musik also verschiedene so emotionale Ausdrücke haben könnte. Und trotzdem hat dann das Gesicht am besten gepasst. Und das ist dieselbe Art, wie auch ein westlicher Hörer das sagen würde. Für die ist Musik nicht prinzipiell was irgendwie fröhlich, traurig, irgendeine Art von emotionalen Ausdruck haben müsste. Trotzdem ist es so, dass die über ihre kulturellen Assoziationen ganz, ganz starke Emotionen dabei haben. Also ich habe manchen dann Aufnahmen ihrer eigenen Flötenmusik vorgespielt. Die haben dann angefangen zu weinen dabei, weil die das so schön fanden. Für die ist es nach wie vor eine Stimme ihrer Vorfahren. Das Spannende am Experiment mit den Maffa ist, dass man hier Hinweise gefunden hat, dass es so etwas wie ein universelles Musikverständnis geben könnte. Also so etwas wie eine angeborene Fähigkeit von uns Menschen, Musik zu verstehen und zu interpretieren. Denn unser Gehirn ist auf die Verarbeitung von Musik ausgelegt. Und das liegt daran, dass das, was wir als Musik verstehen, einen sehr bekannten Verwandten hat, die Sprache. Jetzt habe ich noch mal eine kleine Anfrage an dich. Okay. Meinst du, wenn ich dir irgendeine Emotion sage, könntest du auch so ein Ministück drauf los komponieren und mal was spielen? Ich glaube ja. Okay. Ich versuch's einfach mal. Okay. Mal gucken, ob du dich dann genauso fühlst, wie du. Ja.
März 2020, Pandemie, wir müssen alle rein, wir wissen nicht, was los ist. Was war das für ein Gefühl? Sprich mit der universellen Sprache. Okay. Bisschen Einsamkeit, ne? Okay. Ich habe gleich ein Vorspiel und das ist eine Stelle, die ich unbedingt bekommen will und ich bin ganz nervös. Wie würdest du dieses Gefühl, diese Aufregung, nervös, dieses Nervöse... Sowas. Es ist ein wunderschöner Sonntagmorgen, die Sonne scheint durch die Fenster und dann stößt du dir den Zeh am Tisch. Sehr cool, nice. Forschende sind sich tatsächlich noch nicht sicher, ob Musik ein Nebeneffekt von Sprache ist oder sogar andersherum. Das heißt, Sprache und Musik könnten mal ein und dasselbe gewesen sein. Stellt euch mal vor, ihr lebt in einer kleinen Gruppe von Jägern und Sammlern. Damals hatten die Menschen noch nicht so einen riesigen Wortschatz wie heute, um wirklich alles zu beschreiben. Was sie aber hatten, war vor allem eins: Hunger. Und dieses Problem musste ständig neu gelöst werden, vor allem durch, ihr ahnt es, Jagen und Sammeln. Und natürlich ist es einfacher, jemanden durch ein aufmunterndes Lied zu motivieren, als durch ein »Hey, lass mal einen Mammut jagen, ich hab Hunger«. Und deshalb gehen Wissenschaftler davon aus, dass Melodien und wie sie uns emotional anstecken super wichtig waren. Unsere jetzige Sprache hat nur eine halbe Oktave, also gerade mal ungefähr 4 Tonstufen, zwischen denen sie sich bewegt. Musik hat gerne mal 3 oder mehr Oktaven, also etwa 24 Tonstufen, um etwas emotional zu untermalen und mir so vielleicht Lust zu machen, mich mit einem Mammut anzulegen. Musik ist also möglicherweise, was die Hirnantwort angeht, mächtiger als die Sprache. Kommen wir jetzt nochmal zum Beispiel vom Anfang zurück. Eine Erklärung, warum jeder von euch hier richtig und falsch unterscheiden konnte, könnte genau damit zu tun haben, dass Musik und Sprache so nah aneinander sind. Dass dieser Satz falsch klingen tun, daran liegen, dass falsche Syntax ich benutze. Also ich benutze Wörter in der falschen Reihenfolge. In der Musik könnte ein universelles Verständnis ähnlich funktionieren. Man vermutet hier so etwas wie eine musikalische Syntax. Das heißt, Fehler in der Musik stören unsere Erwartungen an Musik. Und hier wird es richtig spannend, denn diese Erwartungen müssen ja irgendwoher kommen. Klar ist, dass sie teilweise kulturell sind, also anerzogen durch unsere Umgebung. Das beantwortet aber nicht die Frage, warum die Menschen der Maffa Musik ähnlich verstehen wie wir. Schließlich haben wir kaum bis keine kulturellen Berührungspunkte. Und tatsächlich hat man das große Mysterium hier noch nicht so richtig gelüftet. Aber etwas Ähnliches hat tatsächlich die Wissenschaft festgestellt, wenn es um Mimik geht. Egal, wo ich mich befinde, ein Lächeln wird tatsächlich überall als eher freundlich wahrgenommen. Das nennt man Basisemotionen und das funktioniert tatsächlich unabhängig von Sprache und Kultur, egal, wo ich mich befinde. Und ich glaube, so etwas Ähnliches könnte auch mit Musik sein. Das heißt, es gibt vielleicht bestimmte Arten und Weisen, Musik zu spielen, die überall als glücklich oder überall als traurig wahrgenommen werden, egal, wo man herkommt. Das klingt auf jeden Fall logisch. Es gibt aber auch Musik, die klingt für jeden erstmal ein bisschen seltsam. Und in der nächsten Folge wollen wir darüber sprechen, warum moderne, zeitgenössische Musik so komisch klingt. Ja, und die meisten Menschen das wahrscheinlich falsch verstehen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Stay classy. Bleibt klassisch. Eure Lisa. Und euer Cedric.